Wir sind wieder zurück. Für euch ist eigentlich nur ein Tag vergangen, für uns sind irgendwie 3 Wochen vergangen. Mindestens. Und man hört's, wir haben keinen Kratzen mehr drin. Das lag etwas am Sound-Line-Up, was wir ja notdürftig bei mir aufgebaut haben. Jetzt ist jeder bei sich zu Hause. Das heißt, ich sehe wieder nichts mehr? Genau, aber dafür auch keine Soundprobleme mehr. Und wir haben es mittlerweile geschafft, als Community 112 Millionen Tode anzuhäufen. Daran könnt ihr auch ungefähr sehen, ich glaube in der vorletzten Folge haben wir auch da schon mal hingeguckt, wie viele Tode wir haben. Der Charakter, den ich spiele, sieht übrigens ein bisschen anders aus mittlerweile. Liegt daran, dass ich mir diese tolle Hexenmeistermaske mal aufgezogen habe und das Hexergewand organisiert habe. Da musste ich ein bisschen umskillen mit dem NPC sprechen. Und dann hat er mir da einfach seinen Stuff gegeben. Das hatte jetzt allerdings nichts mit den 3 Wochen Pause groß zu tun. Nee, da habe ich keine 3 Wochen für gebraucht. Das war einfach nur so. Wir es einfach mal gegönnt haben. Und ja, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir beim letzten Mal den Old Iron King besiegt. Und haben jetzt nur noch diesen Weg hier vor uns. Wo dieser nette Kamerad da vorne sitzt mit dem, wie wir gleich hören werden, schönen schottischen Akzent. Da sitzt er mit dem Moonlight Greatsword. Auch einer klassischen From Software Waffe. Werde ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Have you business with me? The way yonder is all blocked up, you see, by this god awful statue. Heavens above. Who thought it a good idea to pit it there? Oof, I'm in quite the pickle now. See that statue? Gives me the willies. You stare at it for long enough, it starts to look alive. Ach, it just doesn't seem quite right. There are no craftsmen around these parts. Hey, you don't think a real live person was turned to stone, do you? See that statue? Ja, er hat hier ein bisschen Angst vor der Statue, die da vorne steht, und vermutet oder hofft, dass da nicht irgendwie ein richtiger Mensch versteinert wurde. Und dieses Schwert gibt es in, ich meine, fast allen Spielen von From Software. Also es fängt schon ganz, ganz früh an und ich meine auch in dem eigentlichen Vorgänger zu Demon's Souls, den es gibt, ist das drin. Also es gibt es echt schon lange und das konnte man auch in Dark Souls 1 finden. Ja genau, große Zauberwaffe habe ich übrigens, glaube ich, auch neu organisiert. Und ja, der Mann hat einen schönen schottischen Akzent. Und erinnert so ein bisschen an Siegmeier von Katharina, der in Dark Souls 1 auch durch eine Tür nicht durchkam. So, hier sehen wir die Statue. Versteinerte Frau, die daran an diesem Hebel ziehen möchte. Und versteinert sagt uns was, Björn? Dass wir sie entsteinern sollten. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es hier Basilisken in der Nähe geben muss. Ach so. Die, ja, dafür bekannt sind, dass sie Sachen versteinern. Genau. Wir haben so einen tollen Duftzweig dabei. Den geben Duftzweig wir jetzt mal. War es, genau. Zack. Und da ist sie entsteinert. Würde ich mich auch voll freuen, wenn ich hier von so einem Viech, wie ich gerade bin, entsteinert werden würde mit dem Kopf drauf. Gar kein Problem. So, dann reden wir doch mal mit ihr. Ja, erstmal anhusten. Alles gut, kriegt sie ein. Thank you. Thank you. I've been petrified. Hard to speak. Give me a moment, please. Kein Ding. Komm erstmal klar auf dein Leben, Mädel, und dann machen wir weiter. I'm fine. I think. No, no, no. I'm fine. Really, I am. My name is Rosabeth. Thank you so much for rescuing me. Oh.
You're that traveler. I still haven't thanked you. Well, I'm quite a hand at pyromancy. So perhaps you could consider this my thanks. Ja, das ist echt ein toller Dank. Ein so ein Prismastein, also diese leuchtenden Steine, die man auf den Boden schmeißen kann, bringt uns gar nichts. I was attacked and turned to stone, I think. I owe you my life. If you had not come. Oh, I feel shameful wearing these rags. I hate to burden you further, as you've already saved my life. But just look at me. My clothes are in tatters. Do you have any clothing that you could spare? I'll take anything, whatever you don't need. I'm not particular when it comes to apparel. Genau, anything at all will do. Ihre Kleidung, sagt sie, ist in Lumpen. Put it on the ground. Ich weiß nicht, ob sie sich mal meine angeschaut hat, aber die sieht nicht so viel besser aus. Ja, bei ihr können wir Rosabeth of Malfia, ist das? Oder Rosabeth aus Malfia? Rosabeth klingt aber besser einfach. Drei Ringe kaufen, die Resi-Ringe, nämlich Feuer, Blitz und Finsternisabwehr. Darüber hinaus das Ganze noch als Blüte. Und Feuersamen, die unsere Pyromantieflamme stärkt. Das werden wir auch noch irgendwann machen. Und genau, sie hat ein Händchen für Pyromantie allgemein. Das heißt, hier können wir ganz, ganz viele tolle Pyromancies kaufen bei ihr. Und man kann bei ihr die Pyromantieflamme verstärken. Haben wir noch einen Feuersamen? Haben wir leider nicht im Moment. Über, dann können wir ihr noch Ausrüstung geben, damit sie sich ankleiden kann. Ich überlege gerade, was ich ihr gebe. Irgendwas, was du doppelt hast noch oder so? Ja, ich überlege gerade, welchen Hut ich ihr geben kann. So, muss auch ein bisschen aussehen soll es ja auch. Genau, das ist übrigens der Kopf zu dem Hexer-Set, was ich anhabe, die Hexer-Kapuze. Ich habe aber halt hier den Hexenmeister-Maske einfach genommen, weil die doch den Effekt hat, dass sie mehr Seelen gibt. Was haben wir denn hier noch? Ich kann ihr das Höhlenmagier-Gewand geben. Das habe ich doppelt. Das kriegt sie mal. Handschuhe. Kann sie hier diese Grabwächterärmel haben? Die habe ich öfter. Ich glaube, im PlayStation Playthrough habe ich es noch nicht mal komplett equipped. Ja, muss man auch nicht, aber ich finde es schon ganz schön, wenn sie ja jetzt hier was anhat. Was kann man ihr denn noch geben? Banditenhose. Die Stiefel der Männchen haben wir auch doppelt. Kriegt sie die noch? Und als Hut geben wir ihr mal die. Ach komm. Lassen wir sie stylisch aussehen mit dem Jägerhut. Sieht bestimmt mega bescheuert aus, wenn sie fertig ist, aber mal gucken. So, dann sprechen wir nochmal mit ihr. I have my very own teacher. His name is Carillion of the Fold. A famed sorcerer in Malfia, our hometown. I was fascinated by sorcery. And so, well, he's so unique, you see. When he set out for Drang Lake, I couldn't let him go alone. But we were separated quite early on, I'm afraid. Ja, ihren Lehrer haben wir ja schon kennengelernt, das ist ja quasi auch unser Lehrer, den haben wir ja in der Norman's Wharf getroffen, den Carillion. Man hört sie die ganze Zeit im Hintergrund, der Basilisk ist quasi auf der einen Seite der Tür, man kann ihn an seinen komischen Geräuschen schon erkennen. I'm rather unskilled, my lord probably ditched me. But, oddly, I'm a fast learner when it comes to pyromancy. What we're fascinated by, and we're skilled at, are not always the same thing. Oh, why can't I just focus on what I truly enjoy? Oh dear, I shouldn't be so choosy. Ja, wichtige Lebenslektion, it's macht das, was euch Spaß macht. I have my very own. Ja, genau, du hast deinen eigenen Teacher, ist okay, habe ich schon gehört. Danke. So, thank you so much. I'm very happy for this gift. After I change into this, I'm heading for Majula. I'm not sure where I might find the Lord. But perhaps Majula is my best chance. Ist auf jeden Fall deine beste Chance, weil dein Meister ist nämlich schon in Majula. So, jetzt gehen wir hier vorne dem guten Benhard noch die Erfolgsmeldung bringen.
clearing the way was your doing, was it? Didn't think you had it in you, pal. No. That's not like it sounds, you know. It was a pleasant surprise, that's all. Name's Ben Hart. Thanks to you, I can resume my journey. If we share the same path, I'm sure that we are gonna meet again. I'll repay my debt to you in battle, and I swear it by my sword. The road ahead's gonna be long, but I'm here to help. Ich kann übrigens bezeugen, dass die Leute in Schottland tatsächlich so reden. Ich war da jetzt mittlerweile schon zweimal und die klingt tatsächlich so. I am in your debt. It's a true man who honors his debts and I'll see mine paid. I swear it by my ancient sword. So, von ihm können wir jetzt noch eine Geste lernen, nämlich die Freude-Geste. Und ja, er steht in unserer Schuld und den werden wir noch ein paar Mal wiedersehen. Spielt auch gar nicht mal eine so unwichtige Rolle in der Story, wenn man sich die mal vor Augen führt dann. Aber jetzt können wir endlich hier in diesem Hebel drehen und mir fällt gerade auf, dass ich vorher vielleicht meine Waffe hätte verzaubern sollen. Ach was, da will nur jemand spielen dahinter. Böse Dinge passieren. Alter, oh Gott. Ich merke gerade, dass ja, ich erstmal vergiftet bin. Ich muss wahrscheinlich sterben werde. Lauf! Sagst du, bist ja so ein bisschen raus. Bisschen, ne? Ja, man muss ja auch sagen, du hast ja nicht mal groß dazwischen irgendwelche anderen Charaktere gespielt. Nee, ich habe echt nur den einen Charakter noch ein bisschen gespielt und sonst habe ich quasi kreative Pause von Dark Souls genommen. Jede Menge andere Sachen gespielt. Okay, also greifen wir zurück einfach auf Dilemma-Taktik, aka Magie. Funktioniert ganz gut hier an der Stelle. So wie das ganze Let's Play schon. Naja, so kann man es auch nicht sagen, ne? Ich danke schon. Ha, das hat ganz gut geklappt. So, ja, ich muss erstmal wieder meinen Stil hier finden mit dem Charakter, nämlich Magie und so ein bisschen Nahkampf und nicht nur Nahkampf. War vielleicht ein kleiner Fehler, den ich da begangen habe. So, hier haben wir noch eine Truhe. Mit einer weiteren Estus Flask drin. Zu einer Scherbe. Werden wir auch demnächst dann direkt mal beim Emerald Herald vorbeibringen. Hier ist noch ein Bonfire, was wir entzünden werden. Kann ich eigentlich auch gleich mal resten. Das spawnt übrigens jedes Mal hier vorne der Basilisk wieder. Und bei dem kann man auch... Ach ja, und die Kameraden spawnen natürlich auch wieder. Das hätte ich jetzt gerade nicht bedacht. Bei dem kann man dann übrigens auch bestimmte Steine zum Upgraden farmen. Ich weiß gar nicht mehr, was der genau droppt, aber irgendwas droppt er auf jeden Fall. Boah. Ich glaube, Pale Stone ist das. Also für die Raw Weapon Upgrades. Ja, jetzt auf jeden Fall hier erstmal in die Ecke drängen lassen von den Viechern. Okay, ja. Der Rest kann einfach jetzt mal da bleiben. Die können jetzt gestorben werden. Ich gehe jetzt einfach weiter. Beziehungsweise gehe ich nicht, weil. Hier oben sind auch nochmal so Türen wie auf der anderen Seite. Und hier sind auch Gegner drin. Und darüber hinaus Seele eines stolzen Ritters und ein Menschenbild. Auf der anderen Seite ist leider nichts. Kann man sich also sparen, da hinzugehen. So, und wir sind in einem neuen Gebiet. Da sehen wir oben das Aquädukt, was wir auch schon aus Majula sehen konnten. Können wir uns beim nächsten Mal nochmal anschauen dann, im Schattenwald. Also bis nächstes Mal in Majula sind, werden wir einfach nochmal einen Blick werfen. Und dann werden wir das hier wieder sehen. So. Ja,
Der hat hier an dem Untoten da irgendwie rumgeknuspert. Lecker, lecker. Ja, auf jeden Fall. Und hier sind auch teilweise so fiese Steinewerfer, also man könnte sich da vorkommen wie so eine Demo vom schwarzen Block oder so. Geht so ein bisschen zu wie am 1. Mai. Da oben sind die Schweine auch schon hier. Ne, die wollen nicht Steine werfen, die wollen da runterspringen, das ist auch okay. Ein Pharos Wahrheitswerk. Da, da wirft er schon. Und da auch der andere. Das macht ganz schön viel Schaden eigentlich dafür, dass es so ein puppeliger Stein ist. Das ist wie in dem komischen dunklen Gebiet, das ich so abgrundtief hasse, mit dem Pech. Ne, ja, die Norman's Wharf. Richtig, wo ich mir so dachte, ja, lässt sich halt mit Pech auch nicht werfen, bis ich irgendwann gemerkt habe, huch, das macht ja richtig Schaden. Das Pech an und für sich selber ja nochmal gar nicht so viel, aber wenn halt dich da noch einer anzündet, dann ist halt übel. Ja, aber selbst das Pech macht schon so, dass ich mir irgendwann dachte, vielleicht sollte ich ihn nicht einfach werfen lassen. Das ist richtig, das sollte man in den seltensten Fällen in Dark Souls irgendwie sich bewerfen lassen oder so. So, jetzt haben wir gleich noch das nächste Bonfire erreicht und können dann nochmal mit ihm sprechen. Wir haben unglaublich viel gelabert in dieser Folge. In der Tat. Geht, glaube ich, nämlich auch langsam schon dem Ende zu, aber das machen wir gerade noch hier. Da sitzt nämlich ein guter alter Bekannter von uns. Just wait, you dirty rat. Oh, I remember you. Don't you scare me like that. I thought you were him. That bastard with a ring lives in Brightstone Cove down the way. I'm gonna find him and settle the score. Nobody insults me like that. For the good of the world and for my own honor, I won't let that bastard live another day. Good. Ja, er hat immer noch sein Hühnchen mit Pay zu rupfen. Also das wird auch noch irgendwann zum Ende gebracht. Er ist quasi jetzt auf seiner Spur und meint, dass Pay irgendwo hier weiter den Weg entlang leben würde. Wir gehen gerade noch ganz kurz hier diesen Weg lang. Da bin ich mir tatsächlich immer noch nicht so richtig sicher, wer da der Gute und wer da der Böse ja, ist. Ja, kann man sich auch nicht, weil beide irgendwie, ja, nicht so ganz durchsichtig einfach sind. Also und wenn man nur den Dialog zwischen den von den beiden hätte, würde ich ja sagen, eindeutig Paid. Aber da ja unser, der Kartograf, oder wie hieß er? Ja, der Kartographer, der genau, Dings, der Vermessungsmenschler. Der ja beim anderen warnt. Ja, das ist halt, ne? So ein bisschen zwiegespalten irgendwie. Ja. Zumal Paid zu uns eigentlich auch nur nett ist. Er gibt uns den Soapstone, er gibt uns später seine ganze Ausrüstung. Ja, ob das nett ist, weiß man dementsprechend ja auch nicht unbedingt. Er sagt uns immer, wo Treasure ist halt vor uns und welche Schätze, ne? Also die er halt nicht holt. Aber man weiß es nicht. Also wir müssen uns auf jeden Fall auch entscheiden, so viel kann ich schon mal spoilern, dass wir uns irgendwann zwischen den beiden entscheiden müssen. So, wir resten gerade nochmal hier. Und wenn ich so einigermaßen richtig drin habe, müsste die Folge auch vorbei sein. Ist das richtig? Ja, so eine Minute hättest du noch, aber... Minute hätte ich noch? Ja. Dann hole ich gerade noch ein Item, dann brauche ich aber mehr als eine Minute. Was haben wir jetzt davon? Unglaublich. Weil hier nämlich diese Bande hier ankommt. So, die haben wir schon mal down. Und das nehmen wir auch noch mit. Genau, hier ist jetzt, sind wir genau in diesem Aquädukt und hier sind jetzt so eine Weggabelung. Wir haben schon gesehen, den einen Weg mit dem Nebel, das ist der, den wir gleich gehen werden. Aber vorher kann man hier noch ein bisschen was besorgen. Super tolles Gebiet, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, ich werde da nicht lange bleiben, also weil ich gerade mit den Spells da Probleme kriegen werde, werde ich da nur das holen, was ich brauche. Und da werden wir von dem Gebiet nicht viel sehen. Ja, gut. So, aber hier gibt es noch eine weitere Seele und einen weiteren Ring der Lebensversicherung. Da haben wir nämlich jetzt schon zwei Stück von. Das heißt, wenn wir irgendwann mal nicht unbedingt zurückkommen, wo wir hin
wollen oder wenn wir Angst haben, unsere Seelen nicht wieder zu kriegen, können wir die Dinger anziehen. So, und ich denke, das war's erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, beziehungsweise wir uns, und sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Bis dann.